Geschwätz. Ja, schön, dass Sie da sind. Beim Wetter können wir fast draußen bleiben, aber ich denke, wir gehen besser rein. Innovationspreis. Ja, begrüßt. Oh, ist der Bürgermeister schon hingefingen. Hallo. Lange nicht gesehen, Herr Bauer. Sie erlauben, dass ich zu Ihnen spreche ohne Mundschutz. Ich bin Naturwissenschaftler und liebe Abstand. Zunächst heiße ich Sie alle im Namen der Gesellschafter, der Geschäftsführung und der Bürgert-Mitarbeitenden heute ganz herzlich bei uns in Ingelfingen willkommen. Sie, Herr Ministerpräsident, kennen uns ja bereits von früheren Besuchen. Bei der Hannover Messe im April 2014 sowie anlässlich der 70-Jahr-Feier unseres Hauses zwei Jahre später. Wir wollen Ihnen bei Ihrem heutigen Besuch gerne zeigen, wie Bürgert der Corona-Pandemie begegnet ist und wie es uns dabei gelang, in einem organisatorisch deutlich veränderten Rund-um-die-Uhr-Betrieb die zuverlässige Produktion und zeitgerechte Lieferung des zentralen Innenlebens von vielen 10.000 Beatmungsgeräten für deutsche, türkische, englische, chinesische, brasilianische und US-amerikanische Kunden zu verdreifachen, ohne unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Covid-19 zu gefährden. Jeder fühlte sich berufen, Beatmungsgeräte zu bauen. Und viele Automobilhersteller, oder wir hatten einen Staubsaugerhersteller, der mitgemacht hat, oder andere. Hier sehen wir die Firma, die tausende Stückzahlen bei uns bestellt hat. Eben diese Verfünffachung oder zumindest Vervierfachung des Ausstoßes und das innerhalb von wenigen Tagen, vielleicht einer Woche. Das war schon eine sehr große Leistung und von daher auch vor Ihnen den Dank an die Mitarbeiter, an die Belegschaft. Und wir haben einen Teil hier, auch Auszubildende haben mitgeholfen, also eine großartige Leistung. Und von daher schauen wir uns jetzt an, wie das in der Produktion aussieht. Vielen Dank. Jetzt sind wir hier bei der Firma Bürgert. Ich bin ja nicht zum ersten Mal hier und haben wieder mit Corona zu tun. Was mich immer beeindruckt bei diesen Weltmarktführern, aber hier auch besonders, dass es in den Produktionsräumen so sauber ist wie in einer Zahnarztstube oder in einer Zahnarztpraxis. Ganz anders wie früher. Was würden Sie sagen, wie haben Sie den Ministerpräsidenten erlebt heute beim Rundgang hier durch den Bürgert? Also ich habe den Eindruck, dass der Ministerpräsident tatsächlich interessiert war an den Dingen, die ihm hier präsentiert wurden. Und der Herr Rohrbeck hat es ja auch sehr schön gemacht und der Herr Bürgert hat hier ja in seiner Eingangsrede auch gesagt, was ihm und der Firma wichtig ist. Und es war auch sehr beeindruckend und ist natürlich toll, wenn der Ministerpräsident nach Hohenlohe kommt. Herr Rohrbeck, wie war es für Sie? Der Ministerpräsident war da. Was war Ihr Eindruck? So. Schön, er hat sich sehr interessiert gezeigt und das freut uns, dass das, was wir tun, auf Interesse stößt. Nicht nur wirtschaftliches Interesse, sondern er hat ja auch die menschlichen Komponenten hervorgehoben und den hohen Ethos. Und das ist uns wichtig. Die Gesellschaft unterstützt das sehr stark. Das heißt, wir machen hier nicht Geld um jeden Preis, sondern versuchen verantwortungsbewusst mit Ressourcen umzugehen, aber auch uns genau zu überlegen, in welchen Branchen wir aktiv sind und in welchen definitiv nicht. Und das heißt in diesem Fall ja auch, dass Sie ja Beatmungsgeräte und auch Systeme dafür entwickeln oder produzieren, auch eine, wie sagt man, eine moralische Verantwortung. Ja, wir hatten ja durchaus Anfragen, dass Länder versucht haben, komplette Montage- oder Produktionslose für sich zu reservieren. Und dem haben wir immer vehement widersprochen, weil wir gesagt haben, wir wollen hier keinen Verteilungskampf, sondern verteilen es so gerecht, dass jeder entsprechende Produktionsleistung seine Endgeräte vornehmen kann. Ente! Ende!